Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Wir starten ins neue Jahr, wobei das stimmt nicht ganz. Die Reihenfolge der Videos wird ein bisschen anders sein. Das wird das zweite oder dritte Video in diesem Jahr sein. Aber ich drehe es tatsächlich aus tasting-sinnvollen Gründen zuerst. Ja, und zwar, ich drehe jetzt ein bisschen vor und ich habe richtig Bock, weil ich ein paar geile Abfüllungen gekriegt habe, auf die ich richtig gespannt bin. Beziehungsweise die eine oder andere davon kenne ich, die weiß ich, die ist sehr geil und die ist bloß das erste Mal im Video am Start. Die eine oder andere ist neu für mich, so wie heute, und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bin schon ein wenig aufgeregt, kann man sagen. Und zwar, kleine Vorgeschichte. Wir reden hier von einem Glen Spey, den ich auf dem Fass habe. Und entdeckt habe ich Glen Spey durch den 17-jährigen, unabhängig abgefüllt von Cadenheads. Wie das Ganze zustande gekommen ist, schaut es euch in dem Video selber an. Das Video ist auch ein bisschen underrated, hat wenig Klicks, dabei ist das eine tolle Abfüllung. Guckt euch das Ding ruhig mal an. Ja, und so bin ich halt durch diese Abfüllung auf Glen Spey aufmerksam geworden. Gibt ja nicht wirklich viele original abgefüllte Dinger von denen, eher unabhängige. Hab so ein bisschen mich informiert, was es da noch so gibt. Und bin relativ schnell auf diesen Kollegen hier gestoßen. Und zwar unabhängig abgefüllt von Gordon & MacPhail. 12 Jahre alter Glen Spey. Und zwar hat er ein Finish bekommen in Coutroutis-Fässern. Das ist Rotwein. Und zwar klang das sehr, sehr spannend. Auch so ein bisschen die Notes, was ich schon mitbekommen habe, die der wahrscheinlich haben soll oder die man sich vorstellen kann, was er haben soll, haben mich sehr angesprochen. Ich fand ihn sehr geil, habe mich lange mit ihm beschäftigt, ob ich mit ihm bestelle oder nicht. Habe auch die Feiertage abgewartet, was so vielleicht geschenkt wird. Und nachdem klar war, dass er noch nicht ins Haus gerauscht ist, habe ich ihn mir bestellt. Und ich habe mich gar nicht zu 100% mit dem auseinandergesetzt, weil die Beschreibung klingt noch geiler, als ich dachte. Und zwar, der hat ja 12 Jahre, ist aber 9 Jahre in Refill-Birnenfässern gelegen. Und tatsächlich war das Coutroutis-Finish, Entschuldigung, 3 Jahre. Und 3 Jahre ist für so ein Finish in solchen Fässern echt Bombe, weil so, wir wissen, ganz viele Finishes sind nur ein halbes Jahr oder kürzer oder vielleicht mal ein Jahr oder wenn man Glück hat, 2 Jahre, aber 3 Jahre für ein Finish schon mal sehr geil in solchen Fässern. Klingt mega spannend. Ich bin ein Riesenfan von den Abfüllungen von Gordon & MacPhail. Gibt es auch schon ein paar Videos zur Abfüllung von denen. Könnt ihr auch euch gerne mal angucken. Besonders beliebt, eins meiner beliebtesten Videos überhaupt ist Glenrothes. 11 Jahre abgefüllt von Gordon & MacPhail. Bei dem ist das so, echt, wenn die Flasche auf ist, kaufe ich mir den, wenn möglich, immer nach. Auch sehr geiles Ding, solltet ihr ja vielleicht auch mal ins Video schauen. Aber kommen wir mal zu dem Kollegen hier. Ich habe ihn jetzt noch nicht geöffnet, ich wollte ihn mit euch öffnen. Wie man schon sieht, geile Umverpackung. Man sieht die Flasche schön, paar Infos oder Text hat man dann auch noch hier drauf. Auch immer sehr geil finde ich dieses fette Logo mit diesem eingelassenen Chip da in der Flasche. Dann hat man ein, ja, schon schönes Etikett, schön gestaltet, mit so kleinen Kästchen mit vielen Informationen zu dem Whisky, finde ich auch sehr geil. Knapp und gut einfach, ne? Also hier steht, dass er 12 Jahre alt ist, hier steht, dass er 9 Jahre in Birnenfässern lag. Oder dass er in Refill-Birnenfässern lag und hier steht dann, dass 3 Jahre davon das Coutroutis-Finish, oh Mann, war. Hier steht, dass das Space Cider ist, ne? Welches Batch? 3500 Flaschen gab es von dem. Dann hier, wann der gebottelt wurde, am 19.04.21. Dann hier so ein paar Tasting Notes, die lasse ich natürlich jetzt mal weg. Dann hat das hier so einen Deckel, der ganz cool gemacht ist, dass die Flasche auf jeden Fall sehr gut und safe drinne steht. Ja, ansonsten noch zu den Eckdaten. Fasslagerung hatten wir ja schon. Der Gute hat 45%. Ist halt eine gute Trinkstärke, finde ich. Ist ungefährt und ich meine auch ohne Kältefiltration. Steht das jetzt hier irgendwo bei?
Hier jetzt nicht. Ja, ich gehe aber davon aus, dass der ungefähr. Ich meine, das auch irgendwo gelesen zu haben im Vorfeld. Habe ich jetzt vergessen, nochmal nachzugucken. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass der eine Fuhr belassen war. Der gute. Und wie man schon in der Flasche sehen kann, hat der echt so einen Rot- oder so einen Kupferstich, ne? So von den Rotweinfässern. Sehr, sehr geil. Was ich auch immer schön finde bei Gordon McPhail hier, dass auch wenn man den Deckel nachher abnimmt, dass da auch das Logo nochmal drauf gedruckt ist mit dem Hirschen. So, jetzt kommt mein Lieblingsgeräusch. Ah, der Deckel riecht schon mal gut. Also was erwarten wir? Also wenn das gute Bourbonfässer waren, erwarten wir natürlich viel Vanille und viel Karamell. Vielleicht so ein bisschen Zitrusfrucht. Oh, frisch eingeschenkte Flasche klingt auch immer nice. Ich liebe das Geräusch. Ja, und durch das Cotrotti-Finish erwarten wir natürlich viel rote Früchte, vor allem so ein bisschen in die bärige Richtung. Also, ja, könnte natürlich auch ein super geiler Whisky sein für den Sommer, wenn der wirklich süß und bärig ist. Was ich hoffe und erwarte, ja, wäre das natürlich ein richtig geiler Whisky für den Sommer. Und guckt euch mal die Farbe an. Auch im Glas sieht die Farbe nicht viel anders aus wie als in der Flasche. Mega. Ich habe extra mein T-Shirt Whiskey is Liquid Sunshine angezogen, weil ich gehofft habe, es ist ein geiler, süßer, bärtiger, rotfruchtiger Sommerwhisky. Und er ist, erste Nase sagt, er ist Sonnenschein im Glas. Ja, also dadurch, dass er natürlich jetzt nicht frisch geöffnet ist, konnte der Dram, den ich jetzt hier verkostet, nicht lange atmen. Er hat natürlich so ein bisschen Nachteile, dass vielleicht das ein oder andere Aroma jetzt im Video nicht auftaucht. Aber ich wollte bei der Flasche unbedingt das zusammen mit euch öffnen. Finde ich halt auch manchmal spannend, wenn so eine Flasche frisch geöffnet wird. Ja. Also, was wir auf jeden Fall haben, ist Vanille. Wir haben Beeren. Wir haben viele Beeren. Wir haben auch ein bisschen Eiche, muss ich sagen, in der Nase schon. Aber tatsächlich auch angenehm in der Nase. Also, ich habe jetzt vor ein paar Tagen letztens einen Whisky getrunken, der war mir viel zu eichenlastig und holzig. Ist so gar nicht mein Ding, aber hier in der Nase ist das eher so ein kleines Extra, was positiv ist und nicht too much. Ja, und tatsächlich ist ja manchmal immer schwer zu sagen, was sind das so für Beeren? Die Erdbeere habe ich jetzt noch nicht. Ich habe eher so was wie, ja, auch so einen leicht säuerlichen Touch in der Nase. Und dann geht das Ganze für mich so in so Johannisbeeren. Vielleicht, ja. Riecht auf jeden Fall richtig schön, also richtig sommerlich, ne? Süß durch die Vanille, fruchtig durch diese roten Beeren. Toll. So, der Touch Eiche, wenn das nachher im Geschmack auch kommt, dann hat er vielleicht so einen kleinen Kräftekick, dass er nicht nur sanft und angenehm ist, sondern vielleicht auch so klein. Kleinen Power-Moment hat, was ich ihr nie schlecht fände. Ja, bärig, Vanille trifft es einfach aufs Auge. Ich will jetzt gar nicht zu lange rumpalabern. Ich genieße es einfach gerade so ein bisschen, weil ich mich echt auf das Teil gefreut habe, aber ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Probieren wir mal. Sláinte. Ich bin gespannt. Mmh.
Okay. Der geht lange. Ja. Alter Schwede, ein Träumchen. Also, wir haben auch die Vanille auf der Zunge im Geschmack. Süße auf jeden Fall da. Dann viele verschiedene Beeren, also eine starke Fruchtigkeit mit so unterschiedlichen Fruchtkomponenten. Auch schwer jetzt das alles so auf Anhieb rauszudröseln, aber im Geschmack hatte ich tatsächlich auch die Erdbeere. Und auch sowas wie Johannisbeere oder sowas, weil es hat zwischendurch auch so einen säuerlichen Touch. Und im Abgang hat er wiederum nochmal andere Beeren, die dazukommen. Und auch da ist es noch stärker als im Geschmack, hat man diesen säuerlichen Touch auf jeden Fall. Aber fliegt hier gerade ein Flugzeug durch die Gegend. Ich hoffe, man hört das im Video jetzt nicht so. Stört auch gerade diesen super schönen Moment, ey. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, auch dieses Säuerliche dann im Geschmack. Schreibt mal rein, ob man das Flugzeug hört. Aber jetzt wird in der Nase die Vanille stärker. Dann hat man im Abgang auf jeden Fall die Eiche noch so ein bisschen. Also dieser Power-Moment, den ich schon fast erwartet habe irgendwie, der kommt dann eher so im Abgang. Und der lässt nochmal wieder nach. Und dann geht es nochmal wieder in so eine bärige Richtung. Und ja, der hat natürlich auch so eine leichte Würze. Aber ganz leicht. Also man merkt, dass das ein Rotwein-Finish ist. Das kann er auf jeden Fall nicht verbergen. Und dadurch, dass das 3 Jahre war, ist das ein ziemlich tiefgehendes Finish. Also sehr komplex, sehr viele verschiedene Beeren am Start. Also da braucht man auf jeden Fall eine Weile, um irgendwie das auseinander zu dröseln. Wir probieren jetzt noch einmal. Aber ein mega geiles Teil. Ach, herrlich. Also im Geschmack ist er so mega sanft. Vielleicht ein Ticken sogar ölig. Dann kommt er mit dieser Vanille und diesen roten Früchten. Einfach mega lecker. Und ja, süffig, kann man süffig sagen? Doch, ich denke schon. Und dann hat er so diesen leichten Kick im Abgang mit der Eiche und wo dieses Säuerliche zunimmt. Also wie gesagt, im Geschmack hat man diesen säuerlichen Teil auch. Aber viel mehr hat man das im Abgang. Grandioses Ding, grandioses Ding. Richtig geil. Gut, preislich kostet der natürlich ein bisschen. Der kostet so um die 80 Euro. 12 Jahre, 3 Jahre, Cotrotti-Finish, unabhängig abgefüllt, 45%. Ist das 80 Euro wert? So wie er mir schmeckt, ja. Und also wem die Flasche zu teuer ist, holt euch ein Sample, probiert das Ding. Sind wir ja in der kalten Jahreszeit, aber wenn es auf den Frühling richtig oder Sommer zugeht, spätestens dann sollte man so ein Ding mal im Glas haben und den mal probiert haben. Also probieren unbedingt. Wer in der Preis-Range so ein bisschen einkauft, auch der sollte auch mal überlegen, sich den zuzulegen. Sehr geiles Teil, Glen's Bay halt irgendwie auch jetzt noch nicht so die Distillerie, die mega Hype hat, läuft auch so ein bisschen unter Radar, das Ganze. Auch da deshalb durchaus mal eine Probe wert. Was soll ich sagen? Mein zweiter Glen's Bay,
das zweite Mal echt ein klasse Whisky erwischt. Ja, ich werde mich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter mit dem beschäftigen. Ansonsten, es war mir mal wieder eine Freude, hier ein Whisky-Video zu machen. Ich habe neues Jahr, neue Motivation, richtig Bock. Wenn das so losgeht, wie gesagt, dieses Video erscheint einen Ticken später. Es ist aber tatsächlich der erste, den ich dieses Jahr für ein Video verkoste. Mega. Guter Start ins neue Jahr. Ansonsten, wem es gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder zumindest einen Daumen hoch. Und haut rein, macht es gut.